entsteht gerade das Westin Hanoi. Ein Luxushotel dann. Ich würde sagen, wir machen uns auf und erkunden hier am ersten vollen ganzen Tag hier. Am ersten vollen ganzen Tag. Meine Güte, Marc ist wieder in High Performance. Ja, wir erkunden einfach mal ein bisschen diese Stadt von Hanoi. Und bin gespannt, was heute in diesem Abend auf uns wartet. Guck dir das mal an. Das ist Bann-Dacke. Das wird aufgetragen dann auf so ein Stück Brot. Das ist ganz lecker. Das hatte ich auch schon mal. Da schaut euch das an. Das hat diese Creme, das geht dann auf das Brot drauf. Das ist dann so ein Spread. Cool. Entdeckt. Das war Bread Hanoi. Also das ist so eine Bäckerei. Stärken wir uns jetzt mal mit dem Frühstück, ein traditioneller Start hier in Vietnam. Ich liebe diese Atmosphäre. Du sitzt hier, isst dann, nebenan ist der Straßenverkehr. Das ist einfach nur cool. Ja. So you're baking your bread only here or somewhere else as well in Hanoi? You make it here. Oh, that's amazing. Yeah, all the sweet bread and also the traditional. I love bread. It. That's cool. And also the pate and pasta. Yeah. Everything housemade, homemade here. That's nice. Why we have not so many Thai products, you know, because we cannot make everything. Yeah. Cool. But very we nice. Only sell what we can make. So that's the main toy of the store here. Yeah. Thank you. Baguette. The only lacking is the homemade hot sauce. It's really hot, so I don't think. So that's ein Ei, ein paar so grüne Sachen und dann noch eine Wurst. Super lecker. Gerade eine kleine Gasse gesehen. Da zieht es mich magisch rein. Boah, cool. Schau dir mal dieses Labyrinth an. Spannend. Jetzt hoffe ich nur nicht, dass so eine Gang kommt und mich hier zusammenschlägt. Na, das sieht gut aus. Welcome to the florist. Okay. Cool. Ja, hier leben die Menschen also. Das ist genau das, was ich immer sage beim Reisen. Geht nicht auf diesen normalen touristischen Pfaden. Wenn ihr ein paar extra Tage noch habt, sondern macht das einfach spontan. Einfach mal loslaufen und die Sachen erkunden, die es hier so gibt.
Es hat einen gewissen Charme hier. Mit den ganzen Bäumen. Jetzt bin ich in so einem Hinterhof. Hinter mir könnt ihr erkennen, ein paar Stände. Hier oben leben dann die Menschen in den Wohnungen. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal alles hier runter und schauen uns mal an. Weil ich habe gesehen auf der Karte gerade, da muss es einen See geben hier in der Nähe. Da möchte ich mal hingehen. Hello! How are you? All good, all good. Yes. Freundlichkeit pur. Das gehört dazu. Moment nehmen. Und einfach hier die Gelassenheit und das Ambiente genießen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass diese Stadt extrem grün ist. Also wirklich auch den Hauptstraßen, da sind Bäume angepflanzt, dann die ein oder andere Allee, natürlich wie auch im gestrigen Video, dann jetzt hier diese Parkanlage mit dem See, das ist cool. Wieder verblüfft über diese grüne Farbvielfalt, die es hier gibt. Wenn 8 Millionen Einwohner und dann Alleen, Parkanlagen. Ja, guck dich das an. An der Hauptstraße dann richtig cool gemacht. Das ganze schlimme Szenario hier von den Straßen, die Cafés, Restaurants und so. Das hat Ambiente, das hat wirklich einen Charme und ist ganz anders als das, was man erwartet. Der Eigentümer dieses Restaurants und hier Fertigspeise kaufen. Masan, 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 Sri, Masan, Masan. Ein interessanter Ort, dieser Platz. Also ich weiß auch nicht so recht, was ich dazu denken soll. Und das hier, das gefällt mir schon wieder.
hier die Bäume, dann die Straßengalerie, den Cafés. Ich habe das gelesen, man serviert hier das Bier lauwarm sozusagen. No, thank you very much, thank you. No, 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 thank you, thank you. Und jetzt muss man hier, ich hasse das ja eigentlich, hier diese Eiswürfel. Weiß nicht, was das Wasser ist, wo das herkommt. Das heißt, schnell trinken. Ja, aber diese Sicht entschädigt natürlich dafür. Also auf dich da draußen, zum Wohl. Ja, sehr, sehr leichtes Bier. Das nennt sich Saigon Special. Mach's gut. Ein kleiner Streifzug durch eine Nachbargemeinde vom Stadtzentrum in Hanoi. Meine lieben Freunde, ich mache mich jetzt auf und suche die eine oder andere Sehenswürdigkeit. Wo ich genau hingehe, das wirst du im nächsten Video hier bei Mark on the Road erfahren. Also, wenn du neu sein solltest auf dem Kanal, lass ein Abonnement da. Viel Spaß und Blessings haben in deinem Leben. Lachen und gute Laune. Dein Marc. Adios.